Hallo zusammen. Heute erzähle ich euch vom Titanic Deluxe Lara Hotel in Antalya. Wir haben tausende von Bewertungen von Touristen über dieses Hotel analysiert, daher haben wir definitiv viel zu teilen. Lasst uns anfangen. Zuerst, wie gewohnt, ein paar allgemeine Informationen über das Hotel. Das 5-Sterne-Hotel Titanic Deluxe Lara befindet sich an der Mittelmeerküste, 12 Kilometer vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Dieses Hotel ist beliebt, weil sein Hauptgebäude wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff gestaltet ist und absolut großartig aussieht. Das Titanic Deluxe Lara Hotel bietet einen schönen Garten, einen Sandstrand in erster Reihe, ein Spa-Komplex, 8 Restaurants und einen großen Außenpool mit Wasserrutschen. Der große Außenpool und der Poolbereich des Resorts erstrecken sich über mehr als 5000 Quadratmeter. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein standardgroßes Fußballfeld, 4 Tennisplätze und ein Basketballplatz. Das Full-Service-Spa im Titanic Deluxe Lara Resort Hotel bietet verschiedene Körperbehandlungen, darunter Massagen und Aromatherapiesitzungen. Gäste können auch verschiedene Hautpflegebehandlungen genießen. Es ist erwähnenswert, dass dies eines der beliebtesten Hotels in der Türkei ist und auf All-Inclusive-Basis betrieben wird. Das Hotel ist für Touristen jeden Alters konzipiert, erlaubt jedoch keine Haustiere. Der Komplex wurde 2003 eröffnet und die letzte Renovierung war 2013. Insgesamt empfinden Gäste ihren Aufenthalt in diesem Hotel als ruhig und romantisch. Das Hotel hat eine Bewertung von 4,7 bei Google, 8,4 bei Booking und 4,5 bei TripAdvisor. Die Kosten für einen Aufenthalt und die Buchung eines Zimmers in diesem Hotel können Sie über die Links in der Beschreibung und dem angepinnten Kommentar unter diesem Video herausfinden. Freunde, ich werde euch jetzt alle Vor- und Nachteile dieses Hotels erzählen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch bitten, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video mit einem Like zu unterstützen. Vielen Dank! Die Gäste mögen den Strand des Hotels sehr. Atemberaubende Ausblicke auf die Berge machen es einfach, den Urlaub zu genießen und das Beste daraus zu machen. Der Strand ist sehr gut ausgestattet mit vielen Liegestühlen, Sonnenschirmen und Bars, in denen man einen Snack nehmen und sich mit leckeren Cocktails abkühlen kann. Am Strand gibt es einen Steg mit weiteren Liegestühlen, sodass man, wenn man direkt am Meer entspannen möchte, sich auf dem Steg niederlassen kann, wo man auch in tiefere Gewässer tauchen kann. Der Strand ist sehr sauber und gepflegt, da das Personal die Sauberkeit sorgfältig überwacht. Das Meer ist ebenfalls sauber und klar. Der Strand des Titanic Deluxe Lara ist sandig mit einem sanften Zugang zum Meer. Aber wahrscheinlich wisst ihr, dass die meisten Strände in Antalya kieselig mit einer Mischung aus Sand sind, obwohl die Kiesel hier nicht so groß sind wie zum Beispiel in Kemer. Das Hotelgelände ist groß und gepflegt, mit schönen Gärten, viel Grün und atemberaubenden Ausblicken von überall. Das Hotel hat zahlreiche Pools, und das attraktivste Merkmal ist, dass es beheizte Pools gibt, die im März beheizt werden. Die Poolbereiche sind sehr gemütlich mit vielen Bars. Es gibt jedoch einen Nachteil, es gibt nur wenige öffentliche Toiletten. Die Entspannungsbereiche sind vielfältig, es gibt ruhige Ecken zur Erholung und aktive Zonen mit Wasserrutschen und Sportplätzen. Touristen loben besonders die Sauberkeit und Ordnung auf dem Gelände sowie die Fülle an Grün, die eine angenehme Atmosphäre schafft. Die abendliche Beleuchtung verleiht Romantik und Gemütlichkeit. Viele Gäste bewerten die Vielfalt und Qualität der Restaurants und Bars auf dem Hotelgelände hoch. Auch die Gehwege, die zum Strand und zu den verschiedenen Erholungsbereichen führen, erhalten positives Feedback. Das Hauptgebäude des Hotels, das wie ein Kreuzfahrtschiff gestaltet ist, sieht sehr luxuriös aus und in Kombination mit dem atemberaubenden Garten entstehen großartige Instagram-würdige Ansichten. Ich denke, die Fotos hier werden erstaunlich sein. Das Hotel hat auch einen wunderbaren Spa-Komplex. Gäste loben die Massagen und anderen Spa-Behandlungen, daher empfehle ich einen Besuch. Das Titanic Deluxe Lara Hotel bietet köstliches und vielfältiges Essen für Erwachsene und Kinder. Das Buffet ist einfach fantastisch, mit vielen Fleischgerichten, leckerem Roséwein, ausgezeichneten Desserts und Snacks. Der einzige Nachteil ist, dass im Hauptrestaurant nicht genügend Hochstühle für Kinder vorhanden sind. Die Hotelbars und Strandbars servieren leckere Cocktails mit hochwertigem Alkohol. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Abendessen im à la carte Restaurant nicht im Pauschalpreis enthalten ist. Das wäre schön, wenn zumindest ein Abendessen inklusive wäre.
Die à la carte Restaurants sind ebenfalls sehr gut, besonders das Fischrestaurant, das von Gästen für sein köstliches und abwechslungsreiches Menü und den ausgezeichneten Service sehr empfohlen wird. Das Abendessen im Fischrestaurant kostet etwa 25 Euro pro Person. Ob dies teuer ist oder nicht, liegt bei Ihnen. Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. Persönlich finde ich es nicht billig, aber angemessen. Insgesamt verdient das Hotel eine hohe Bewertung für seine Essensqualität. Das Titanic Deluxe Lara verfügt über 586 Zimmer verschiedener Kategorien, darunter Standardzimmer, Familienzimmer, Suiten und Villen. Laut Bewertungen benötigen die Zimmer einige Updates. Zum Beispiel haben sich Gäste über sehr kleine, alte Fernseher und veraltete Duschkabinen beschwert, die nicht richtig schließen. Besucher mögen den alten Haartrockner im Badezimmer nicht, der ausgetauscht werden könnte. Gäste bemerken auch, dass es keine Klimaanlage in den Fluren der Gebäude gibt, was sie sehr heiß macht. Zudem gibt es nur wenige Aufzüge, was zu langen Wartezeiten von bis zu 10 Minuten führt, was sehr unbequem ist. Einer der am häufigsten erwähnten positiven Aspekte ist die Sauberkeit der Zimmer. Die Zimmerreinigung erfolgt täglich und sorgt für ein hohes Maß an Hygiene. Gäste schätzen, dass das Personal auf Details achtet und immer bereit ist, zusätzliche Wünsche zu erfüllen, wie zum Beispiel zusätzliche Handtücher oder Kissen bereitzustellen. Ein weiterer Nachteil der Zimmer im Titanic Deluxe Lara ist die schlechte Schallisolierung. Geräusche aus anderen Zimmern sind oft zu hören, was den Aufenthalt stören kann. Das Personal im Titanic Deluxe Lara könnte besser sein, und hier ist der Grund. Hotelangestellte sind oft unhöflich und ignorant, besonders an der Rezeption. Es ist unangenehm, dass Mitarbeiter möglicherweise ihr Telefon nehmen und positive Bewertungen über das Hotel von ihrem Konto ausschreiben. Dies deutet darauf hin, dass die Bewertung des Hotels möglicherweise überhöht ist und nicht so großartig ist, wie die Bewertungen es erscheinen lassen. Touristen haben auch Fälle bemerkt, in denen Hotelmitarbeiter sie gebeten haben, positive Bewertungen zu hinterlassen. Dies ist besorgniserregend. Warum sollte ein gutes Hotel sich um positive Bewertungen sorgen? Das beunruhigendste Feedback ist, dass einige Mitarbeiter gemeldet wurden, junge Frauen zu belästigen. Dies ist völlig inakzeptabel und jenseits von Kommentaren. Jeden Abend finden im Hauptamphitheater verschiedene Shows statt, die hauptsächlich für Erwachsene, aber auch für Kinder geeignet sind. Die Shows beinhalten Animateure und Gastkünstler. Viele Touristen genießen die Unterhaltung im Titanic Deluxe Lara. Die Tagesaktivitäten sind ebenfalls vielfältig und umfassen Sportveranstaltungen wie Wassergymnastik, Beachvolleyball und Tennis. Für diejenigen, die eine entspanntere Erfahrung bevorzugen, gibt es Yoga- und Pilateskurse. Die Pools und Wasserrutschen bieten großartige Möglichkeiten für aktive Erholung. Gäste bemerken, dass das Hotel einen großen und modernen Kinderclub mit den besten Einrichtungen und Spielen hat. Der Kinderbereich ist mehr als beeindruckend. Der Kinderclub bietet den ganzen Tag über Aktivitäten für Kinder, sodass sie immer beschäftigt sind. Er umfasst Ruheräume, einen Lego-Raum, einen PlayStation-Raum und einen Bastelraum. Es gibt auch einen separaten Kinderbereich mit einem Schlafzimmer, einer Spielzone, einem Umkleideraum und einem Kind-Spa. Das Hotel hat einen fantastischen Außenspielplatz, obwohl der einzige Nachteil ist, dass es im Sommer dort sehr heiß werden kann. Fassen wir zusammen. Freunde, das Hotel verdient definitiv Aufmerksamkeit. Das schöne, gepflegte Gelände, das atemberaubende Äußere des Hauptgebäudes, das wie ein Kreuzfahrtschiff gestaltet ist, und der üppige grüne Garten mit exotischen Bäumen und Palmen sind wirklich beeindruckend. Der erstaunliche Sandstrand mit Blick auf die Berge lässt sie sich wie im Paradies fühlen. Das Essen im Titanic Deluxe Lara ist köstlich. Der einzige wesentliche Nachteil ist das manchmal unhöfliche und unfreundliche Personal, was von den Hotelmanagern angegangen werden sollte. Freunde, die endgültige Entscheidung liegt immer bei Ihnen, und es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie Ihren Urlaub im Titanic Deluxe Lara verbringen möchten oder nicht. Während Sie darüber nachdenken, empfehle ich Ihnen, unsere anderen Videos über Hotels weltweit anzusehen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Bitte liken und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie unsere neuen Bewertungen nicht verpassen. Und damit verabschiede ich mich und bis zu einem neuen Hotel.